Heute habe ich gleich zwei Projekte für euch. Einmal einen Schal und einmal ein Dreieckstuch. Beide haben das gleiche Muster. Und weil das wirklich sehr schnell erklärt ist, der Rapport geht hier nämlich nur über eine Reihe, habe ich mir gedacht, ich bringe das einfach in ein Video. Ich habe jetzt hier einen Kinderschal gehäkelt, der ist 15 cm breit und 1,40 m lang. Und da habe ich verwendet 150 Gramm Wolle. Und das ist jetzt reine Wolle mit 125 Meter Lauflänge, die normalerweise mit Nadelstärke 3 bis 4 gehäkelt wird, beziehungsweise gehäkelt oder gestrickt wird. Und ich habe jetzt hier eine 5er Nadel verwendet, weil das Muster, das wird eher etwas dicht. Und damit das nicht zu fest wird, habe ich dann die 5er Nadel genommen. Also das ist auch ein ideales Muster dann für all diejenigen, die eher locker häkeln. So, das wäre mal der Schal und das Tuch habe ich gleich zweimal gemacht. Ich habe hier jetzt nur eine etwas kleinere Variante vorgehäkelt, nur dass ihr sehen könnt, wie das rauskommt. Auch wieder ganz, ganz einfach erklärt. Das wird auch schön flach. Also einmal so und dann habe ich das noch einmal gehäkelt. Das wird dann richtig super flach. Also das wird deutlich flacher wie das erste. Das sieht man jetzt noch nicht so, weil ich ja nur so ein kleines Stück gehäkelt habe. Also beide Tücher werden natürlich gleich gehäkelt, nur hier werden andere Maschen zugenommen, wie da oben. So, das wäre dann schon alles. Das habe ich dann übrigens auch mit einer stärkeren Nadel gehäkelt. Ich habe das hier jetzt mit normaler Baumwolle, so mit 125 Meter Lauflänge gehäkelt. Und die wäre ja normal bis 2 bis 3 und ich habe das Tuch hier mit einer 4er Nadel gehäkelt. Gut, dann würde ich sagen, dann starten wir. So, das Muster, das geht ja geteilt durch 2 und wenn ihr die Maschen häkelt, dann braucht ihr eine ungerade Maschenzahl. Ihr beginnt zuerst mit Luftmaschen. Normal fange ich ja so einen Schal immer an mit einem Häkelanschlag. Wer meine Videos kennt, hat das schon gesehen. Ich blende das auch noch kurz ein, das Video. Da könnt ihr dann draufklicken, falls ihr so anfangen wollt, dass ihr dann, das habe ich jetzt hier auch gemacht, dass ihr auf beiden Seiten einen elastischen Anschlag habt. So, aber heute mache ich das einfach mal nur mit Luftmaschen. Ihr schlagt also eine ungerade Maschenzahl an. Ich habe für den Schal übrigens hier, für den Kinderschal mit 15 cm Breite, da habe ich 25 Maschen angeschlagen. So, jetzt habe ich vergessen mitzuzählen, dann machen wir es gerade nochmal auf. Ich häkel da nur ein ganz kleines Stück, weil es ja wie gesagt ganz schnell erklärt ist. Machen wir mal 11 Maschen und die erste Reihe, da werden nur feste Maschen gehäkelt. Ihr schlagt noch eine weitere Luftmasche an als Wendeluftmasche und dann häkelt ihr in jede Luftmasche eine feste Masche. So, in der nächsten Runde beginnt dann das Muster. Ihr beginnt die Reihe immer mit 2 Luftmaschen, die Arbeit wenden. Und hier wäre jetzt die erste Masche und in die zweite Masche, da häkelt ihr jetzt 2 Stäbchen. So, wieder eine Masche überspringen und in die zweite wieder 2 Stäbchen. Und wieder eine überspringen und 2 Stäbchen. Immer 2 Stäbchen in eine Masche. Und eine Masche überspringen. Wieder überspringen und in die zweite wieder 2 Stäbchen. So, jetzt sind wir am Ende. Da wäre jetzt noch eine Masche vor der Randmasche. Ihr habt ja die erste Masche ausgelassen
Und die letzte, die wird jetzt auch übersprungen. Und hier am Ende in die letzte Masche, da häkelt ihr jetzt ein halbes Stäbchen. Hier werden also am Anfang immer nur zwei Luftmaschen gehäkelt und am Ende dann nur ein halbes Stäbchen. Das braucht ihr, damit ihr einen schönen Rand bekommt, damit er nicht wellig wird. So, dann wieder beginnen mit zwei Luftmaschen. Arbeit wenden. Und jetzt häkelt ihr zwei Stäbchen zwischen die Stäbchen der Vorreihe. Und wieder hier die zwei Stäbchen und dazwischen wieder zwei Stäbchen. Ein wirklich ganz, ganz einfaches Muster. Ideal für Anfänger. Und hier wieder die zwei Stäbchen, da wieder dazwischen zwei Stäbchen. Und noch einmal zwei Stäbchen zwischen die zwei Stäbchen. So, und am Ende, da häkelt ihr in die zweite Luftmasche. Die kann man hier auch ganz gut erkennen. Kann man besser erkennen, wie wenn man drei Luftmaschen hat. Da ist die erste und in die zweite Luftmasche, da kommt jetzt ein halbes Stäbchen. Dann wieder mit zwei Luftmaschen beginnen. Die Arbeit wenden und wieder von vorne zwischen die zwei Stäbchen. Zwei Stäbchen. Das ist jetzt ein schönes Muster für abends vorm Fernsehen, wenn das Programm langweilig wird. Da braucht man nicht viel nachdenken. Das geht flott voran. Und hier noch zum Schluss nochmal wieder zwei Stäbchen zwischen die Stäbchen. Und hier sind wir wieder bei den zwei Luftmaschen. Da seht ihr wieder die erste Luftmasche, die ist ein bisschen kleiner. Gleich da die Luftmasche, die ihr da so seht, da einmal einstechen. Da braucht man überhaupt nicht suchen. So, das ist das ganze Muster. Wieder zwei Luftmaschen, Arbeit wenden und wieder zwei Stäbchen zwischen die Stäbchen. So, und enden tut ihr dann auch bei dem Muster mit einer Runde bzw. einer Reihe nur feste Maschen. Gut, dann sind wir mit dem Schal schon fertig. Dadurch, dass ihr jetzt hier die Stäbchen nicht hier oben häkelt, sondern eben ein Stück weit tiefer, ist das wirklich nötig, dass ihr am Rand nur zwei Luftmaschen und halbe Stäbchen häkelt. Weil ihr würdet sonst wirklich einen welligen Rand bekommen. Oder zumindest auf einer Seite, weil ihr wisst sicherlich, dass auf einer Seite ist das immer ein bisschen weiter wie auf der anderen. Und so habt ihr wirklich auch ein richtig schönen Rand. Gut, das war jetzt dann der Schal. Kommen wir nun zu dem Dreieckstuch. Ich zeige euch jetzt diese Variante und erkläre das dann, wie das anders gehäkelt wird. Also das ist nur am Anfang, die Maschenanzahl am Anfang ist hier eine andere und die erste Reihe, die wird hier auch anders gehäkelt und ansonsten unterscheiden sich diese Tücher gar nicht. Also dann werden sie ja eh beide gleich gehäkelt. Also beginnt ihr mit drei Luftmaschen. Und dann häkelt ihr fünf Stäbchen in die erste Luftmasche.
5 und bei dem ganz flachen Tuch, bei dem jetzt hier, da häkelt ihr nur 4 Stäbchen. Das ist der erste Unterschied. Bei dem ersten 5 und dann bei dem anderen nur 4. 3 Luftmaschen. Das ist das erste Doppelstäbchen. Ich schlage da ja immer nur 3 Luftmaschen für ein Doppelstäbchen an. Ihr könnt auch gerne 4 Luftmaschen anschlagen. Und in die gleiche Masche, da häkelt ihr jetzt 2 weitere Doppelstäbchen. So, jetzt habt ihr hier 4 Stäbchen und bei dem ganz flachen Tuch nur 3 Stäbchen. Und bei diesem Tuch, da häkelt ihr jetzt in jedes Stäbchen ein Stäbchen. So, 4 Stäbchen und bei dem anderen habt ihr ja 3 Stäbchen, weil die Randmaschen werden ja jetzt hier nicht mitgezählt. Und da häkelt ihr in jedes Stäbchen 2 Stäbchen. Das ist der einzige Unterschied. Hier habt ihr 4-mal jeweils ein Stäbchen und da habt ihr 3-mal jeweils 2 Stäbchen. Und das ist der kleine Unterschied, weswegen dieses Tuch eben deutlich flacher wird. Ansonsten ist jetzt alles gleich. So, jetzt kommen die 2 Luftmaschen und in die zweite Luftmasche, da kommen jetzt 3 Doppelstäbchen rein. Dann wieder 3 Luftmaschen für das erste Doppelstäbchen, Arbeit wenden und 2 weitere Doppelstäbchen in die gleiche Masche. Halt, das waren nur ein Stäbchen. So, und in die 2 Stäbchen, die 2 Doppelstäbchen von der Vorreihe, da häkelt ihr jetzt jeweils ein Stäbchen. Und wie bei dem Schal auch, häkelt ihr jetzt immer zwischen 2 Stäbchen wieder 2 Stäbchen. Ihr habt jetzt hier die ersten 2 Stäbchen. Und da kommen jetzt 2 Stäbchen. Bei dem flachen Tuch ist das ja auch. Da habt ihr ja auch immer diese 2 Stäbchen und dazwischen häkelt ihr auch immer 2 Stäbchen. So, hier habt ihr das nur 2-mal und bei dem flachen Tuch eben 3-mal. Hier wieder 2 Stäbchen zwischen die nächsten 2 Stäbchen. Dann die letzten 3 Maschen, die 2 Doppelstäbchen, jeweils in das erste und zweite ein Stäbchen. Und in die dritte Luftmasche, die kann man hier auch ganz gut erkennen, hier oben, da kommen wieder 3 Doppelstäbchen. So, und wieder 3 Luftmaschen für das erste Doppelstäbchen, 2 weitere Doppelstäbchen in die gleiche Masche und wie in jeder Reihe häkelt ihr auch jetzt bei den 2 Doppelstäbchen jeweils ein Stäbchen. Das ist Reihe für Reihe gleich am Anfang und am Ende. Am Anfang in das zweite und dritte Stäbchen und am Ende in das erste und zweite Stäbchen, jeweils ein Stäbchen. So, jetzt habt ihr hier die 2 Stäbchen, die ihr vorher da gehäkelt habt
und dazwischen wieder zwei Stäbchen. Ihr seht, ganz einfache Zunahme. Und hier wieder zwischen die zwei Stäbchen jeweils zwei Stäbchen. Auch hier wieder dazwischen. Und hier noch einmal. Das ist ja da die zwei Stäbchen, die ihr vorher in die Doppelstäbchen gehäkelt habt. Auch da wieder. Das ist am Anfang und am Ende auch in jeder Reihe gleich. Und wieder bei den zwei Doppelstäbchen in das erste und zweite jeweils ein Stäbchen. Und drei Doppelstäbchen hier in die dritte Luftmasche. So, und so häkelt ihr das ganze Tuch jetzt. Immer am Anfang drei Luftmaschen, dann zwei weitere Doppelstäbchen in die gleiche Masche. Da werden die hier immer vermehrt. In die folgenden zwei Stäbchen jeweils ein Stäbchen und dann immer zwei Stäbchen zwischen zwei Stäbchen. Und enden tut ihr auch wieder mit jeweils ein Stäbchen in die Doppelstäbchen und drei Doppelstäbchen in die dritte Luftmasche. Und dann häkelt ihr das Tuch so groß, wie ihr möchtet. Ich habe jetzt hier keinen Abschluss gemacht, also oft häkel ich irgendwie noch eine Reihe feste Maschen drüber, aber diesmal finde ich, reicht das so, da braucht man gar nicht mehr drüber häkeln. Und ich habe das jetzt auch nicht umrandet, also man könnte natürlich auch irgendwie eine Häkelumrandung noch machen mit einer Muschelkante oder so, weil das ja doch recht einfach ist hier, dass ihr da vielleicht noch ein bisschen Pep dran bringt an die ganze Geschichte. So, dann habt ihr, wie gesagt, ja im Prinzip drei Sachen zur Auswahl. Einmal dieses Tuch oder das gleiche Tuch, nur eben in sehr flach. Oder dann dieser Schal. Der ist ja auch sehr schnell erklärt. Ihr könnt ja den Schal auch in entsprechende Länge häkeln und dann nachher zusammennähen als Loop. Das geht ja auch. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß beim Nachhäkeln und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Tschüss!